Eskalation der Gewalt im Westjordanland. Nach der Tötung zweier israelischer Siedler ist es zu schweren Ausschreitungen gekommen. Offenbar aus Rache steckten israelische Siedler mehrere Häuser von Palästinensern in Brand. Die israelische Armee brachte nach eigenen Angaben Dutzende Palästinenser aus ihren von Flammen bedrohten Häusern in Sicherheit. In einem Dorf nahe der Stadt Nablus wurde nach palästinensischen Angaben ein 37-jähriger Palästinenser erschossen. Zuvor waren zwei junge israelische Siedler an einem Kontrollpunkt in ihrem Auto durch Schüsse verletzt worden. Sie starben später im Krankenhaus an ihren Verletzungen. Israels Regierung sprach von einem terroristischen palästinensischen Angriff. Ministerpräsident Benjamin Netanyahu rief zur Ruhe auf. Ich rufe dazu auf, auch wenn das Blut kocht, das Recht nicht in die eigenen Hände zu nehmen. Lassen Sie die Armee und die Sicherheitskräfte ihre Arbeit machen. In den vergangenen Monaten kam es immer wieder zu gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen der israelischen Armee und Palästinensern. Zum ersten Mal seit Jahren kamen in Jordanien ranghohe Vertreter Israels und der Palästinenser zusammen. Unter Vermittlung Jordaniens, Ägyptens und der USA wollten sie auf eine Deeskalation hinwirken.